Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019 zusammen mit Micha und Jan. Hi. Moin Moin. Hi. Die beiden sind natürlich einmal rechts und bei mir verlinkt, denn wir nehmen das Ganze aus drei Sichten auf. Micha hat sein erstes Spiel heute jetzt gegen Schalke. Danach, also morgen quasi, spielt Jan gegen Freiburg und ich gegen Mainz am Sonntag. Also jeder hat sein eigenes Spiel, deswegen unbedingt auf allen Kanälen anschauen und am besten auch alle Kanäle abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Zwei Spiele auch pro Folge. Ja, ja, das sowieso. Also wir haben danach noch ein Spiel. DFB-Pokal kommt nächste Folge. DFB-Pokal kommt nächste Folge. Und übernächste Folge spiele ich gegen Micha. Also alles sehr interessant. Wir schauen jetzt auf jeden Fall bei Micha mit rein und das seht ihr auf seinem Kanal. Ich bin schon im Spiel drin. Das seht ihr auf seinem Kanal. Bis gleich, tschüss. So, okay, wir haben aber die gleiche Tordifferenz jetzt, Micha. Das ist cool. Ja, schön. Du spielst aber noch. Ja. Ich weiß. Das heißt, Mikes kann sich noch verschlechtern. Eben. Also ich müsste jetzt mit einem 4-0 gegen Mainz gewinnen, damit ich Freiburg überhole. Also, das wird wohl nichts. Ne? So Leute, da haben wir dann die Taktikeinstellung für Spiel gegen Mainz. So stellen wir uns auf. Ja, wir probieren es einfach mal so. Und ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass wir gewinnen. Bestenfalls ein bisschen höher, um die Tordifferenz auszugleichen. Ja, aber Hauptsache gewinnen, das ist die Hauptsache. Und dann nächste Woche gegen Freiburg auch. Dann gegen Leipzig wird es schwierig, aber vielleicht. Und danach haben wir das Spiel gegen Düsseldorf, danach auch gegen Micha. Das sind also Spiele, wo es möglich wäre. Möglicher als Spiele gegen Bayern, Schalke, Leverkusen. Ja, wir probieren's. So, Leute. Wir geben Gas, Taktik war kurz ein bisschen verändert. Don spielt kein anderer Guard. Nicht wieder das einzigste Team, das spielt. Schau ich auch gleich mal ein bisschen zu. So, wir geben mal Gas. Das ist mal wieder kein Parallelspiel, wenn du spielst. Na, das ist oft so. So. Oh, Mainz. Ja, ich komme schon zum zweiten, dritten Mal. Gerade schon ein bisschen defensiver eingestellt. Ja, es wäre auch irgendwie wichtig, wenn du gegen Mainz gewinnen würdest. Das wäre unglaublich wichtig. Damit die nicht so außer Schlag weiterkommen für uns beide. Ja, und damit würde ich auch wirklich was gut machen. Und wie du wieder alle mit deinem Zuruf begeisterst. Wahnsinn. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich ein Sheet drin oder so. Ein Sheet? Sheet. So ein Sheet drin. Sheet Schmied, sagte Jan. Aber dann wäre es ein sehr schlechter Cheat, wenn du so weit unten stehst. Oh. Dann wäre das ein Sheet Sheet. Wow, diese Wortspiele. Ja. Legendär. Komm, wir haben jetzt die zweite Chance hintereinander. Vielleicht klappt mal was. Hazard. Baus Neuhaus. Stindl, gut gespielt. Nein. Ich wein. Wein. Wein gleich. Chance ist immer noch da. Pausen. Komm, mit einer super Flanke mal. Oh, oh. Was ist das denn? Nochmal eine Ecke. Hier die ganze Zeit Ecken, die werden die ganze Zeit geblockt und dann kommt immer Hazard. Pausen nochmal nach hinten. Auf Bayer, Hazard. Und Neuhaus! Was war das? Safe, da gibt's die Torlinientechnik. Oh ne, schade. Schade. Kommt der relativ oft in letzter Zeit. Ja, ich hatte schon lange keinen Videobeweis mehr. Ja. Ja, ich hatte zu häufig einen Videobeweis. Bei mir war, glaube ich, noch fast gar kein Videobeweis. Habe ich schon mal? Ich hatte ja auch schon viermal. Hatte ich den überhaupt schon mal? Weiß ich gar nicht. Komm, wieder wir. Wieder per Ecke. Und wieder geblockt. Ginter. Nochmal Hazard. Jetzt ist viel Platz. Stindl! Mann! Weil der Videobeweis war für uns auch noch nie positiv. Nee, das stimmt. Jan wurden zwei Tore aberkannt. Mir wurden drei Elfmeter aberkannt. Also. Crazy. Ja. Und Jan wurde noch gegen sich einen Elfmeter gepfiffen. Ja. Das war das Beste. Auch gegen Mainz. Ja, ja. Ja, ja.
Komm, bitte. Wir brauchen nur ein Tor. Ich will auf jeden Fall nicht verlieren. Unentschieden wäre, bringt uns halt nicht weiter. Es ist okay, aber es bringt uns nicht weiter. Und gegen solche Mannschaften wie hier ist es machbar. Deswegen bitte einfach macht was. Jetzt gibt's eine gelbe Karte, ja. Ja, ja. Hoffmann. Mann. Paar Ecken, paar Chancen, aber keiner drin. Oh, das war nicht die schlechte. Querpass gespielt. Und Mainz kommt. Aber wir können gut verteidigen, das passt. Das hat gut geklappt. Aber die Pässe nach vorne, so hohe Pässe sind halt richtig scheiße. Warum machen die das? Donati. Nein, oh. Angst. Richtiger Angstzustand hier gerade schon wieder. Normal. Ja, mach das. Mach das, mach das, mach das. Motiviert, besorgt, nervös. Ich brauche wieder einen guten Zuruf. Ja. Das kriegst du hin. Raphael. Neuhaus. Hoffmann, beide schon eine gelbe Karte. Jetzt vielleicht. Gibt's vielleicht die Chance. Neuhaus. Raphael Stindl. Und nehmen das Tor. So ein Scheiß. Okay, dann wechseln wir auch mal. Ja doch, wir müssen ihn bringen. Lol, es leckt. Was war das denn? Hier und ihn. Die gelben Karten weg. Ein paar neue Spieler da. Komm bitte. Es sieht ausgeglichen aus. Es ist ausgeglichen, das Spiel. Aber wir können es auch mit nur einem 1:0 für uns entscheiden. Das ist okay. Das wäre definitiv okay. Bitte, Pausen. Jetzt vielleicht mal. Nein. Wieder der Konter eher. Für Mainz. Also bei dem muss ich aufpassen. Die haben ja bei Jan in der 90 plus 2 haben die einen Elfmeter bekommen und ein Tor gemacht. Durch den Videoschiedsrichter. Ja, das war cool. Hermann, was für ein langer Pass. Warum diese langen Pässe? Jetzt, Player, Hermann! Ich brauche einen guten Zuruf. Komm, ja, sauber. Alle beflügelt. Komm, Gladbach. 15 Minuten noch. Es ist noch was drin für beide Mannschaften. Bitte. Ihr seht besorgt aus. Ich weiß, dass es euch nicht gefällt, dass wir hinten liegen. Nicht hinten liegen, 0-0 ist es, ja. Aber, ey, Mann. So rutschen wir halt nicht nach hinten, aber auch nicht nach vorne. Das ist richtig schlecht. Ich wollte hier raus aus dem Ding. Gegen Ding habe ich, gegen Mainz habe ich gedacht, dass es klappt. Hat bei mir auch nicht geklappt. Nee. Ach ja. Mainz. Mainz. Was sagt der Jan da immer? So, wir probieren es so. Und wir probieren es nochmal hier rum. Und so. Machen wir die Taktik noch. Gibt noch keine klare Torchance für beide Vereine nicht. Ja, es war auch ein schwaches Spiel bisher, muss man sagen. Ich gehe jetzt nochmal auf Offensiv. Und drei neben das Tor. Ich gehe jetzt nochmal auf Offensiv, auch wenn das vielleicht ein bisschen riskant beim 0-0 ist. Riskanter als bei, wenn man hinten liegt. Ich hoffe, dass es das bringt. Janschke. Sommer, hau den richtig nach vorne. Das ist nicht gut eigentlich, aber Hermann. Boah. Mit dem Sprint, der einige Verteidiger hat geschlafen. Und in der Mitte steht keiner, der den abnehmen kann. Paulsen nochmal, Player nochmal. Jetzt vielleicht Hermann. Mann, die muss doch drin sein. Chancenverwertung.
Ja, es ist echt scheiße, ist das. Gar nicht gut, echt. Gar nicht gut. Gegen Mainz mit Gladbach. Das ist unglaublich. Was ist hier los? Bitte macht einen Fehler. Bitte lasst uns irgendwie noch ein Tor rausholen. Lol. Ahoi. Lol, als ob der Schiri nichts sagt. Player, bitte. Da mal, fliegt da mal rein. Bitte, Player, mach was. Bitte doch, Mann. Ich bete für alles. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Das ist ein Hin und Her gerade. Die versuchen zu klären, schaffen es nicht richtig. Oh. Ja, genau. Das ist auch kein Foul. Macht da auch nichts. Was ist das denn? Nein. So, jetzt in der Nachspielzeit Tor von Mainz. Ja, was ist denn mit dir? Nur jetzt. So war es bei mir. Ja, ich weiß, es kann ja passieren. Noch ein Eckball. Videoschiedsrichter. Videoschiedsrichter. Vielleicht Elfmeter jetzt? Junge, die gehen gerade richtig rein nochmal. Die wollen es, sie wollen fighten, sie wollen Gas geben. Aber das ist nicht gut geklärt. Den hätte man auch mit der Brust annehmen können. Und einfach nach vorne gehen können. Alter, deine zu. Das sieht übel aus. Das sieht echt nicht gut aus. 4-0. Ja, aber auch nur ein Punkt. Damit kenne ich mich und aus. Oh! Nachspielzeit. Woher kennen wir das? Oh. Ah, Videoschiedsrichter. Bitte einmal was Gutes für uns. Erkenn's bitte ab, Mann. Was? Einmal was Gutes. Da war doch nichts. Zählt, ne? Er überprüft noch bei mir. Ja, es zählt. Es zählt einfach. Das gibt es nicht. Was ist Mainz für eine Lucky-Mannschaft? Was haben Ach, die Jan, Alter. Das finde ich witzig. Oh, das ist Oh, war es der Lack falsch? Ja, dachte ich mir auch gerade. Ich auch gerade durchgelesen. Ja. Okay, Leute, das war's. Das war's für Gladbach in dieser Saison. Das kann nicht sein. Wie der Jan einfach sich beömmelt. Wann spiele ich denn gegen Mainz? Oh, nach meinem Pokalspiel. Das kann nicht sein, dass wir gegen Mainz verlieren. Es ist lächerlich. Vor allem wie? Beides mal kurz vor Ende. Ja, so viel Glück, diese Assis. Das ist so dumm, Leute. Das, wenn wir jetzt gegen Mainz verlieren, dann ist es einfach vorbei. Es ist einfach so. Weil gegen wen sollen wir dann gewinnen, wenn wir nicht gegen Mainz gewinnen oder irgendwelche solche Gegner? Unglaublich. Ich habe den Router oben von uns und habe dann die Telefone halt angeschlossen. Unser Telefon und das von meiner Oma. Und die hat heute Namenstag und anscheinend geht's jetzt ab. Mann. Ich muss es gleich erst. Wer sagt denn dazu Namenstag, Alter? Ja, wie denn sonst? Das kennen wir hier oben nicht. Geburtstag? Nee, Namenstag ist nochmal was anderes. Was ist denn ein Namenstag, Alter? Irgendwann hat dein Name auch mal einen Tag. Ja. Ich hab mich auch mal gewundert. Ich war irgendwie in der Kirche und dann kam er zu mir. Eher so, wir nennen es also, nicht Namenstag. Wir nennen es Geburtstag. Was ist denn ein Namenstag, Bester Mann, Alter. Junge. Oh mein Gott. Hat er gar nicht rausgehauen, oder? Was gibt's denn da bei euch für behinderte Feiertage, Alter? Das ist kein Feiertag, Mann. Wir nennen das Geburtstag. Das war so geil. Was ist denn Namenstag? Und Micha so, ja, wir kennen das hier oben nicht. Hä, wir nennen das Geburtstag? Bester Mann, ey, so geil. Ja, wer denkt sich auch so eine Scheiße aus, ey? Oh, nachher darf ich gegen Leipzig ran. In der nächsten Folge. Das wird ja auch cool.
Dann verlieren wir gleich nochmal. Ich darf in der nächsten Folge auch gegen Leipzig ran. Und jetzt spiele ich gegen Freiburg. Ja! Ich spiele gegen Leverkusen. Und der Typ hat mir gesagt, dass der Torwart von Freiburg absolut krass ist. Ja, hat er bei mir auch vorher gesagt und es hat gestimmt. Aber wenn ich gegen die gewinne, dann habe ich die wenigstens überholt. Auch wenn ich immer noch scheiße bin, weil mich wahrscheinlich alle anderen überholen werden, weil ich immer nur noch 6 Punkte habe, weil ich gerade verloren habe. Aber Leute, wenn ich das jetzt pack, dann habe ich wenigstens Freiburg überholt. Ja, ja, minus 2 in der Tordifferenz, du hast minus 6, du musst erstmal genug Tore schießen. Ja, lol, stimmt. Stimmt. Ihr kriegt das schon hin. Du hast dann Micha überholt. Ich habe dann, ja, aber der wird mich wieder zu überholen. Ja, genau, gegen Leverkusen. Stimmt, ups. Wir sind auf Platz 2. Wie er mich erstmal anschnauzt, Alter. Hallo, Hans Rüdig. Okay, ja, dann good luck hier an meine Männer, dass sie am besten nochmal 0-0 spielen und in der letzten Sekunde ein Tor kassieren. Ich wünsche dir einen Sieg, weil ich nicht möchte, dass du gefeuert wirst. Das wäre tatsächlich doof. Das wäre richtig doof. Aber dann kannst du Bremen übernehmen. Ja. In deinen Co-Trainer. Ja, die suchen gerade einen neuen Trainer. Du kannst von mir Co-Trainer werden und mein Training einstellen. Genau, das machen wir. Das ist gut, dann habe ich wenigstens nicht so viel zu tun. Das wäre voll witzig, wenn das wirklich gehen würde. Wenn man einen anderen dann einen Posten anbieten kann. Genau, Freiburg macht erstmal fast ein Tor. Ja, so ist geil. Komm, alle beflügeln, bitte. Bitte. Hallo? Ja, da sind sie beflügelt. Ey, das ist so unfair. Ich drück eigentlich voll oft diese eine Ding, weil das oft bei meiner Mannschaft gut ankommt. Was ist denn das eine Ding? Ich drück drei Sachen immer, die ganz gut ankommen. Und das eine kommt besonders gut an. Ja, das eine. Das ist? Das eine halt. Ja, was ist das eine? Ja, dass die halt cool sein sollen. Okay, ich muss auf jeden Fall auf Defensiv, weil die gehen mir gar ein bisschen zu krass ran. War eigentlich durchgehend mehr als eine Halbzeit lang auf sehr offensiv. Gegen Freiburg? Gegen Freiburg, krass, okay. Ja, ja. Ja, meine Defensive ist auch krass. Vor allem der Videobeweis hätte mir letztes Mal zum ersten Mal bei uns Glück bringen können, dass sie das Tor aberkennen. Aber nö, gar kein Bock. Hätte bei mir auch Glück geben können, so dass sie das Tor nicht aberkennen. Ja, oh nein. Nee, nee. Scheiß. Dings, ne, und so. Hm. Genau das. So. Wenn wir gleich wieder einen Zuruf machen, ne? Ne, manchmal gehen die auch in die Hose, aber. Echt? Die habe ich oft gute. Und bringen tun sie aber auch irgendwie nichts, habe ich so gesagt. Ja. Oh mein Gott. Toll. Sag mal. Okay, jetzt Raphael. Auf Hoffmann. Hoffmann heißt der. Ja, ja, hab ich doch gesagt. Nein. Nein, Waldschmidt. Nein. Oh. Da hatte ich Pipi in den Augen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Das gibt's nicht. Das Ding ist, Jan ist so gut, der hat sich auch eine Taktik runtergeladen. Hä? Und du hast doch gesagt, du hast mal eine Taktik runtergeladen. Ja. Ja, wir haben uns keine runtergeladen. Also ja, klappt aber nicht. Ist deswegen voll gut. Deswegen bin ich so schlecht. Du bist der Beste von uns halt immerhin. Oh shit. Ey, ohne Spaß, ne? Ich steck das jetzt aus. Scheiße, ich auf den Namenstag, Alter. Namenstag, geil. Oh, durch den Zuruf beflügelt. Ey, was lachst du denn jetzt?
Das ist mal was ganz Neues. Was soll der Scheiß? Ja, was ganz Neues. Freuen sich alle über den Namenstag. Was ganz Neues. Was ganz Neues wäre, wenn Gladbach jetzt mal gewinnt. Fände ich toll. Ich würde es dir gönnen. Ich habe sogar echt Angst, dass ich sonst gefeuert werde. Wenn man nicht mal gegen Freiburg oder so gewinnt, gegen Mainz, Freiburg, das ist echt schlecht. Aber es gelingt irgendwie nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, eine ganz andere Mannschaft, das könnte ich machen. Ich spiele immer mit der fast gleichen. Boah, vom Zuruf beflügelt. Das war übrigens wieder das, was ganz, ganz gut ankam. Ankommt immer. Merk's. Bei dir kommt das aber auch immer gut an. Also, das ist, glaube ich, voll der Checker. Ich glaube, du hast echt was runtergeladen. Irgendwas. Immer gut ankommende Zurufe. Ja. Mod. Oh Mann. Ich bräuchte mal einen immer gewinnen Mod. Ich google mal, ob sowas gibt. Stell dir mal vor, sowas gibt's echt. Lol. Wäre das witzig. Lol. Ach, leck mich doch. Ich spiele jetzt an. Läuft überhaupt ein Spiel? Ja. Läuft bei dir irgendwie nicht so. Nö, irgendwie nicht, ne? Das ist Freiburg. Eben. Und Freiburg ist krass. Könnt ihr nochmal rausgehen? Ich kann nicht mehr spielen. Weil die dürfen auf jeden Fall nicht gegen dich gewinnen, weil ansonsten bin ich wieder auf Platz 12. Also dann geben wir Gas, dann strengen wir uns an. Nur für dich. Alter, wenn ich gegen Dortmund gewinne, bin ich vor Dortmund. Ja, das wird nicht einfach. Ich darf wieder mal gegen den zweiten ran. Ich spiele gegen Platz 14 oder so. Voll der Scheiß, wie kann ich da verkacken? Passt ja noch nicht, also egal, Alter, eine ganze Halbzeit ist noch da. Kann ich da verkacken? Ja, ist ja so. 0-0 und er ist am Ball. Ja, das war letztes Spiel auch so. Aber eine geile Taktik hier. Taktik, Schmacktik, sag ich da immer. Alter. Schmacktik. Komm, wir machen ach, das ja jetzt so. So machen wir das und dann so machen wir das und dann machen wir das so und ja. So, der eine Typ hat mir, der kurz danach gesagt, ich soll den auswechseln, er hat schon ganz viele Fehler gemacht, also wechseln wir den nochmal aus. Dann kommt nochmal Zakaria rein. Oh ja, dieser Raphael hat auch nur eine 6,4er Bewertung, der macht den nichts. Ja, deswegen wechsle ich jetzt auch aus. Ich wechsle jetzt ein paar Leute aus. Alle drei direkt mit. Zack, zack, zack. Weg. Weg. Machen wir nochmal einen krassen Zuruf. Dann passt die Sache. Alter. Dass ihr das noch nicht raus habt, Alter. Ich hab, die drei funktionieren immer bei mir. Ja, bei mir funktioniert gar nichts. Guck mal, jetzt sind sie alle. Ja, jetzt sind die alle. Guck mal, alle sind aber Beflügel. Und das bringt mir absolut nichts. Das ist ja toll. Das ist echt toll. Das ist toll. Mann, 67. Und es ist wieder 0-0. Ich kassiere wahrscheinlich wieder in der Nachspielzeit den Gegentreffer und hole wieder keinen Sieg. Einen Sieg bisher in 8 oder 9 Spielen. 9. Spiel ist das, glaube ich, jetzt schon. Das ist unglaublich schlecht. Kann ich nichts anders zu sagen. Ja, aber Freiburg sammelt gelbe Karten. Ja. Ja, und einen verletzten Spieler Tor haben sie jetzt auch. Oh, schade. Nee. Er freut sich schon für den Gegner. Oh, schade. Oh, vom Zuruf überfordert bei Freiburg. Jetzt läuft's richtig. Okay, jetzt mach ich einen krassen. Jetzt mach du mal, komm. Ja. Ja! Oh, Alter, was sagst du denn? Ja. Diese Mod suche ich. Das funktioniert immer.
Mann, was soll ich denn machen? Alles zurufen. Ich mache jetzt sehr offensiv. Mann. Was rufst du denn zu? Ihr spielt schlecht, aber gut. Hey. 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 Hey, ja. Mann. Ihr seid alle fett und schwitzt, Alter. Das kann doch nicht sein. Warum verkacken wir? Noch ist nicht das Spiel aus. Jetzt kann ich keinen neuen Zugriff machen. Und die Gegner wurden beflügelt. Scheiße. Komm, neuer Zuruf. Ja. Mann! Sag mir, was drückst du da? 89. Das kann nicht sein. Gladbach, komm. Hazard, komm. Hazard, Hazard. Player! Schwolo, Alter. Mann! Ey, ein Unentschieden ist scheiße. Niederlage ist scheiße. Wir müssen gewinnen. Und es ist 4 Minuten Nachspielzeit. Mann. Oh, das kann wieder was bedeuten. Ach, das ist doch scheiße, ist das. Mann, ich weine so, ne? Nein, ei, nein. Ei, ei. Nein. Ei. Geh doch weg. Geh doch weg. Hilfe. Bitte, Gladbach, Mann. Der wechselt nochmal. Was macht der Typ? Es ist aus, ey. Eine Chance noch. Nein. Nein, wehe. Wehe. Das ist Freiburg. Ach, ist doch scheiße. Also wir kriegen es auf jeden Fall nicht mehr hin. Entweder Freiburg oder er pfeift. Und das beide schlecht. Ja. Cool. Ein Unentschieden. Ist ja geil. So, Leute, das war's von der heutigen Folge. Crazy. Ich hab's nicht geschafft zu gewinnen. Bei Jan lief's auch so lala. So lala, ich hab verloren. Ja, im ersten Spiel ja nicht. Ja. Im ersten Spiel war's gut, unentschieden ja, und verloren. Ja, ich auch. Also bei mir lief's auch so. Also es war im Prinzip das gleiche. Micha hat's auch geschafft, hier gegen Leverkusen jetzt nochmal ein Unentschieden rauszuholen. Checkt auf meine Infokarte die anderen Kanäle ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst ein Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao, ciao.